Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie schnelle Gerichte für jeden Tag. Wie oft kommt es vor, dass man zu Hause vorm Kühlschrank steht und sagt, ich habe noch Brokkoli und Champignons. Was könnte ich damit machen? Wenn auch ihr euch diese Frage schon öfters gestellt habt, hier ist die Antwort. Wir machen heute Nudeln, in dem Fall Penne, mit Brokkoli-Champignon-Soße, also Brokkoli-Champignon-Rahmsoße, um genau zu sein. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Alles, was wir brauchen, ist unser Kesselchen. Den einen Satz, den nehmen wir mal raus. Eine Zwiebel, die ich schon halbiert habe, und eine Knoblauchzehe. Das Ganze 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. So, und mit dem Spatel nach unten schieben. Dann einen Esslöffel Öl dazu machen. Ich mache das nach Augenmaß. So. Und 3 Minuten auf Aromastufe dünsten. Während die Zwiebel und der Knoblauch jetzt vor sich hin dünsten, könnt ihr schon mal die anderen Sachen vorbereiten. Ich habe also hier die Röschen von einem Brokkoli und das sind 200 Gramm Champignons, die ich schon geviertelt habe. Das Ganze verteilen wir mit einer Karotte, die wir auch in mundgerechte Stückchen geschnitten haben. Das Ganze verteilen wir im Varoma und im Varoma Einlegeboden. Das Gericht, was wir heute machen, das ist ein klassisches One-Pot-Gericht. Das heißt, ihr braucht eigentlich nur euren Wunderkessel. So. Noch, da unten ist ein bisschen viel Brokkoli. Nehmen wir mal noch eine hier raus, damit das alles schön frei bleibt unten auch. Jeweils ein bisschen Karotte drauf. Das Ganze salzen wir jetzt ein kleines bisschen noch. Das ist eigentlich sehr, sehr praktisch, dass man den Varoma hier so auf den Deckel genau abstellen kann. Da läuft nichts raus unten. Noch 1 Minute 40 und dann geht's weiter. So, unsere Zwiebeln sind gedünstet. Im nächsten Arbeitsschritt nehmen wir 800 Milliliter heißes Wasser. Das kommt jetzt direkt hier rein, sowie 2 Esslöffel von unserem Suppengrundstock. Und da machen wir nachher ja auch unsere Soße draus. Den Suppengrundstock müssen wir demnächst nachmachen. Wenn ihr noch keinen habt, macht den auch nach. Ja, in unserem Wunderkesselforum ist der beschrieben. Wir setzen den Varoma auf, Deckel drauf, 13 Minuten Varoma-Stufe. Stufe 1 natürlich, ja, reicht. So, die ersten 13 Minuten sind um und wir nehmen mal kurz den Varoma runter, denn jetzt kommt unsere Pasta noch dazu. Und zwar machen wir die direkt hier in den Kessel. 8 Minuten brauchen die Penne und dazu stellen wir den Varoma natürlich auch wieder drauf. Stellen wir ein, 8 Minuten Varoma. Wichtig ist jetzt natürlich, dass wir im Linkslauf drehen, ja, sonst schreddern wir die Nudeln. Also, Sanftrührstufe, Linkslauf, Varoma, 8 Minuten. Bis gleich. Ich habe schon mal eine große Schüssel ausgepackt, denn da kommt jetzt alles rein. Zuerst unser Gemüse aus dem Varoma und Varoma Einlegeboden und gleich auch die Nudeln. Aber bevor es soweit ist, machen wir die noch fertig. Da kommt jetzt noch Sahne rein und zwar 50 Gramm und Schmelzkäse. Ja,
ein gutes Stück, so ein Esslöffel, anderthalb Esslöffel Schmelzkäse. Ein bisschen Muskatnuss. Natürlich noch ein bisschen Salz. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, lieber nachher nochmal nachsalzen, weil wir ja unseren Suppengrundstock da drin haben. Etwas Pfeffer. Und jetzt müssen wir nochmal 15 Sekunden im Linkslauf vermischen, das Ganze. Auch nochmal Stufe 1, Linkslauf, dass die Sahne und der Schmelzkäse da untergehoben werden. Guck mal, da ist noch so viel Sahne drin hier. Das machen wir gerade noch hier mit rein. So, und damit ist unsere Pasta eigentlich fertig. Ich schmecke das trotz allem mal noch kurz ab und gucke auch, ob die durch sind. Zur Not müssen wir, hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Wir sind durch. Haben Biss. Die Soße ist auch sehr würzig, sehr lecker. Die ist jetzt noch, wie ihr es vielleicht gleich sehen könnt, wenn ich sie in den Topf mache, noch sehr flüssig, die Soße. Ja? Ihr könnt die natürlich dann anschließend noch mit ein bisschen Soßenbinder binden. Ja? Mir macht das aber nichts aus, weil da ist ja auch noch das Gemüse dabei und dann, das ist eigentlich okay. So, raus mit dir. Wie gesagt, alles in die Schüssel, rummachen, alles rummachen. So, und dann müssen wir das nur noch ein paar Minuten ziehen lassen. Können servieren und ihr habt gesehen, jetzt außer den 15 Minuten oder fast 20 Minuten, die das jetzt gekocht hat, war das ein unglaublich schnelles Gericht, was man einfach auch mal so zwischendurch machen kann mit den Dingen, die man wahrscheinlich sogar eh immer im Haus hat. Natürlich könnt ihr jetzt auch statt Sahne diese Sahneersatz nehmen zum Kochen. Ihr könnt statt dem Schmelzkäse auch Frischkäse nehmen. Man kann dann noch Schinken vielleicht auch mit rein machen, Kochschinken oder so. Also das ist wirklich ein schönes Rezept, das Spielraum lässt für Varianten. Ich lasse es ein paar Minuten ziehen und dann schmecke ich ab. Was ich echt schön finde, erstmal so vom optischen her, ist es wirklich schön bunt. Ne? Mit dem Brokkoli und den Karotten und das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Es riecht auch wirklich fantastisch. Ich habe zwar, wie ihr vielleicht gehört habt, so ein bisschen die Nase zu, aber es riecht wirklich sehr gut. Die Penne haben den richtigen Biss. Das Gemüse ist nicht verkocht. Auch das hat noch Biss. Mit der Sahnesoße. Das ist total klasse. Also ganz im Ernst, das ist ein wunderbares Gericht, was ihr echt schnell mal machen könnt. Und da kann man ja auch variieren, ob man da jetzt Brokkoli noch reinmacht oder Blumenkohl, geht wahrscheinlich genauso. Ja, einfach mit ganz einfachen Dingen, die man sowieso immer daheim hat, innerhalb von ja, noch nicht mal einer halben Stunde was Leckeres gezaubert. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus, solltet ihr mal in die Verlegenheit kommen und sagen, oh, was mache ich denn jetzt mit den Champignons und dem Brokkoli? Das sollte euer Rezept sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und sage bis dahin Tschüss und guten Appetit.